denkt man, das Thema Soja und das Thema Abholzung von zum Beispiel Regenwäldern, um Soja zu erzeugen, beschäftigt uns in Europa. Und da müssen wir einfach sagen, Sojaproduktion im hohen Maß und Sojaimport im hohen Maß schadet unserer Landwirtschaft und schadet auch im hohen Maße der Landwirtschaft und der kleinen bäuerlichen Strukturen in Brasilien. Was wir hier an Grundfutter produzieren können, das können wir unseren Tieren dann auch verfüttern. Und nur das geht. Also das heißt, das deckelt sich automatisch. Really try to go from a production policy as the cap is now to a food systems policy that also addresses the issue of demand, because if you reduce production, have less intensive production, we need to have a demand reduction as well. So it's very important to have this as consistent and long-term commitment from the market. And this changes the behavior of the producers. Wir dürfen auf keinster Weise uns wieder darauf einlassen, Menge zu unterstützen, mehr Produktion zu unterstützen. Unser Ziel muss sein, die Qualität zu unterstützen und die Nachhaltigkeit und vor allem die Umwelt.